Zombie Apocalypse. Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 mit der Feuerwehrmod. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Tja, heute wird es einen neuen Einsatz geben. Nicht genau das, solltet ihr natürlich auch wissen. Nein, Spaß. Also, ihr seht es bestimmt schon im Titel oder am Thumbnail. Es wird heute in diesem Video keinen Einsatz geben, sondern eine neue Mod-Vorstellung. Heute in diesem Video möchte ich euch den Mercedes-Einsatzleitwagen auf Mercedes-Benz Sprinter vorstellen. Dieses Fahrzeug fährt 110 km/h, besitzt 100 PS und 74 kW und hat einen Sprittank von 80 Liter. Also es ist schon sehr viel, ne? Also ansonsten gibt es da weiter keine anderen Details, aber vor mir steht schon mal dieses Gefährt und ich bin jetzt wirklich nach zigtausenden Versuchen endlich mal auf diesen Berg gekommen, um euch endlich hier oben dieses Fahrzeug zu demonstrieren. Yay! Es hat schon wirklich sehr lange gedauert, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Diese Umgebung sieht einfach nur wunderbar aus und dieses Fahrzeug hebt sich dann so hervor, also das sieht einfach nur nice aus. Kommen wir erstmal zum Äußerlichen, das Design. Wir haben ganz klassisch vorne 4 Frontblitzer, dann haben wir Blaulicht, wir haben eine Warnblinkanlage, die auch eingeschaltet ist, dann ein Nummernschild, Freiwillige Feuerwehr 111, was auch immer das heißen soll. Dann haben wir an der Seite etwas Blaues zum Aufladen der Batterie. Da oben steht ganz deutlich zu erkennen Einsatzleitung und auf der rechten Seite Feuerwehr mit einem Unterstrich natürlich. So, ansonsten ist es rot, es hat Blaulicht, Blaulichtbalken auf dem Dach, um es genau wissen zu wollen, 2. Es ist rot und man weiß natürlich auch, dass es sofort Feuerwehr ist. Hier steht Notruf 112, ein Mercedes-Emblem, wunderbar, Sprinter, nochmal ein Nummernschild. Und dann haben wir hier ein 311 CDI, wunderbar. Dann haben wir noch eine Heckabsicherung, die man natürlich auch einschalten kann. Und da oben steht nur eine Schrift namens Heines. Oh, so, auf der anderen Seite nochmal das gleiche in bunt. Und was mir auch sehr gefällt, sind hier diese Felgen. Sieht schön aus. Und die Reifen auch, also das passt alles wunderbar zu diesem Mercedes-Benz Sprinter. So, dann gucken wir mal ganz kurz nach innen. Und voilà, also Leute, das ist doch mal ein Ausbau, so wie man sich das wünscht. Mercedes-Lenkrad, das lenkt sich auch vom Innerlichen, vom Äußerlichen her auch. Wunderbar, die Außenspiegel funktionieren. Also, was will man mehr? Also man hat ein Navi, man hat so, wie man sich das vorstellt. Man hat ein Funkgerät, man hat alles. Man kann nicht von innen nach außen irgendwie durch ein Loch schauen oder so. Man hat Farbe im Innenraum, in der Fahrerperspektive hier. Also, was will man mehr? Man hat einen voll funktionstüchtigen Tacho. Also, ich komme gar nicht mal aus den Stauern. Hier raus. Hinaus, nicht hier raus. So, also ihr seht schon mal das Blaue, die ist eingeschaltet, die Heckabsicherung. Dieses Fahrzeug besitzt noch einen Blinker links, den Blinker rechts und die Warnblinkanlage und eine Hupe hat es auch. Jetzt kommen wir ganz kurz zu den Sounds. Wir haben auch verschiedenste Martin-Zöne. Da muss ich kurz mal dieses Hut an der Seite einschalten. Das ist zum einen das Landhorn. Wir hören ganz kurz mal alle rein. Dann haben wir das Stadthorn. Und dann haben wir noch ein Yelphorn. Ja, ich glaube, da auf Dauer ist das sehr nervig. Kannst du nochmal anmachen. Ist mal was Neues, ist cool. Und dann haben wir natürlich noch dieses Horn. Das Beste vom Besten. So, wie man sich das auch vorstellt und wünscht. Das ist meiner Meinung nach das beste Horn. Also zig verschiedenste Hörner für diesen EEW. Das ist bombastisch. So, zu den Funktionen. Dieses Fahrzeug kann leider nichts weiter. Ich kann auch kurz mal das HUD öffnen, damit ihr es nochmal sehen könnt. Leider nichts. Ich habe mir so gedacht, da ist doch eine Markise da oben, oder? Zum Ausfahren oder so. Tja, das sieht auf den ersten Blick so aus. Aber leider ist das nicht mit Funktion. Finde ich auch ein bisschen schade. Ja, ansonsten ist das wirklich ein schönes Fahrzeug. Jetzt zu guter Letzt kommen wir noch ganz schnell zum Fahrverhalten. Ja, obwohl man das hier oben eigentlich gerade nicht so gut machen kann. Aber trotzdem, ich fahre einfach mal ganz kurz runter von diesem Berg und ich hoffe, ich bleibe jetzt auch stehen. Ohne, dass ich jetzt irgendwie umkippe mit diesem Mercedes-Sprinter. Driften kann er auch. Mensch, was will man denn mehr? Also, das ist ein sehr schönes Fahrzeug.
Nee, jetzt mal zurück zu den eigentlichen Tatsachen. Wir suchen uns mal ganz kurz eine Straße aus, auf der wir ganz kurz mal das Fahrverhalten testen können. Man muss wirklich sagen, dieses Fahrzeug fährt sich bombastisch gut. Auch von der Innenperspektive, man hat einen sehr großen Radius an Sichtweite. Man hat eine sehr große Frontscheibe. Das passt wirklich wunderbar. Also das fährt sich wirklich wie Butter. Das macht wirklich auch Spaß. Ich habe wirklich nichts zu bemängeln, außer halt zu den Funktionen. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch eine weitere Version von diesem Fahrzeug. Vielleicht auch mit weiteren Funktionen, mit zum Beispiel einer Markise, die man ein- und ausfahren kann. Also das wäre natürlich wunderbar. Ja, ansonsten muss ich wirklich sagen, also dieses Fahrzeug macht wirklich Laune. Nun kommt wieder die Frage der Fragen, die Frage an euch, liebe Leute, an die beste Community der Welt. Möchtet ihr diesen ELW in diesem aktuellen Projekt in der Berufsfeuerwehr Wassel sehen? Ja oder nein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt doch mal gerne mit dazu zu diesem Kommentar, wie ihr dieses Fahrzeug findet. Auf die Frage, die sicherlich sehr oft dann gestellt wird zu diesem Video oder ja, in die Kommentare. Ist dieses Fahrzeug privat? Ja, das ist eine private Mod. Gibt es dieses Fahrzeug zum Download? Nein, ich glaube bisher noch nicht. Und ich werde es auch nicht zum Download zulassen oder zugeben. Ich werde es auch nicht weiter verschicken. Dazu habe ich leider keine weiteren Rechte. Ich darf dieses Fahrzeug vorstellen. Und da, wo ich das gerade andeute, ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei L&F Gamers, die mir dieses Fahrzeug recht herzlich zur Verfügung gestellt haben. Also ich weiß nicht, wer dieses Fahrzeug erbaut hat, aber ich glaube, das wart ihr natürlich. Aber ich muss wirklich sagen, das ist wirklich ein sehr schönes Fahrzeug. Ich fange schon fast an zu heulen. Nein, das war natürlich jetzt nicht ernst gemeint. Nee, was ich damit eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen, sagen möchte. Das ist ein schönes Fahrzeug, es fährt sich gut. Nur von den Funktionen her kann man sich auch mehr wünschen. Aber trotzdem, ich glaube, dieses Fahrzeug werde ich verwenden. Und ich glaube auch, dass die Mehrheit von euch das auch sehen möchte. Liebe Leute, das war eine neue Mod-Vorstellung von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr liebend riesig auf einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht schaffen wir heute in diesem Video 50 Daumen nach oben, vielleicht auch 100, vielleicht auch mehr oder weniger, weiß ich nicht. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Einsatz hier in der Berufsfeuerwehr von Wassel. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen und einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.